Aber ein wichtiges Thema, nämlich nochmal die Kultur- und Kreativindustrie in Europa kurz zu durchleuchten. Wir haben jetzt viel gehört, dass Mode ist ein wichtiges Kulturgut und ist aber auch ein großer und wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland. Und das heißt, dass da auch wirtschaftlich Gelder und Unterstützung fließen muss. Und auch wenn man im Moment so ein bisschen den Eindruck hat, wegen Corona, dass eben wirklich, was der Marco und was ja auch in meinem Handelstalk vorhin so ein bisschen rauskam, dass man eben so das glaubt, den Eindruck hat, dass der Mode es wirklich an Lobby fehlt in Berlin, im Unterschied zu anderen Branchen, hat sich doch einiges getan. Nämlich es gibt einige interessante Initiativen der EU, die eben erkannt haben, dass wirklich die kreativen Branchen A sehr wichtig sind, dass es auch ein Kulturgut ist und dass sie entsprechend gefördert werden müssen. Und deswegen auch gibt es so einen Aufruf oder eine Initiative, dass quasi alle kreativen Branchen ihre Kräfte bündeln. Und Lulu, da würde ich jetzt dich gerne mal fragen, Lulu, ganz kurz, Entschuldigung, Lulu Berg ist im Vorstand des Fashion Council Germanys. Ich bin auch schon so ein bisschen getrieben, aber hat auch das Fashion Council mitgegründet. Und ist Kommunikationsexpertin seit vielen, vielen Jahren. Und Florian Drücke, das ist der zweite Gesprächsteilnehmer, ist CEO beim Bundesverband der Musikindustrie, beim BVMI, ist gelernter Jurist, auch immer gut, und noch Mitglied des Deutsch-Französischen Kulturrats, also große Experten in Sachen Kultur und Kommunikation. Lulu, kannst du uns vielleicht einfach noch mal skizzieren, was sich jetzt wirklich konkret getan hat, dass die EU auch wirklich gesagt erkannt hat, dass Mode und alle kreativen Industrien wirklich auch finanziell einfach unter die Arme gegriffen werden müssen? Sabine, vielen Dank für die Einführung und fehlende Lobby ist natürlich unser Lieblingsstichwort, Florian. Und da haben wir uns ja auch schon zusammengefunden. Und ich muss tatsächlich kurz ausholen. Es war heute schon oft die Sprache von den Creative Industries, die bisher eben, obwohl sie eine Riesenrolle spielen, und auch in Europa als auch in Deutschland ein großes, gewichtiges Bruttosozial- oder ein Beitrag zum großen Bruttosozialprodukt sind. Haben wir uns in Deutschland, wir sitzen ja immer zwischen zwei Ministerien, wir gehören sowohl zur Kultur als auch zur Wirtschaft und oft werden wir nirgends so richtig berücksichtigt, geschweige denn gefördert. Und da haben wir jetzt nach Europa geschaut. Da ist nämlich einer unserer Vorreiter, der eingangs gesprochen hat, Christian Ehler, der eigentlich auch gleich kurz nochmal die Abschlussworte mit uns wählen wollte. Aber dem wurde heute kurzfristig ein Termin mit Ursula von der Leyen eingestellt für 19 Uhr. Und da haben wir ihn mal großzügig entschuldigt und haben gesagt, dafür haben wir Verständnis. Jedenfalls hat die EU im vergangenen Dezember erstmalig, und das ist wirklich ein riesen Fortschritt, erstmalig ein eigenständiges Budget in Höhe von 2,3 Milliarden Euro für die Creative Industries, für die Förderung der Creative Industries bereitgestellt. Das ist nicht zuletzt auf den Aufruf von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin der EU, zurückzuführen, die im vergangenen Jahr auch den Green Deal, der, glaube ich, heute hier schon mehrfach angesprochen wurde, er beinhaltet letztlich, dass, wie Christian Ehler auch schon sagte, bis 2030 55 bis zu 60% des bisherigen CO2-Ausstoßes in jedem einzelnen Betrieb eingespart werden muss. Und um das zu erreichen, reicht nicht nur die Wissenschaft, Forschung auf der einen Seite und Industrie auf der anderen, sondern es braucht als Bindeglied die Kreativen. Und natürlich, Mode steht da ganz oben, weil, wie auch schon heute mehrfach angesprochen, stehen wir ziemlich am Pranger mit großen Umweltverschmutzungen oder auch Frischwasserverschmutzung etc., aber das kennen wir alle. Und um auch den Bogen jetzt zu Deutschland zu spannen,
Wir fühlen uns sehr motiviert durch diese Aufwertung auf EU-Ebene, die wirklich beeindruckend ist und zukunftsweisend. Auch unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat im vergangenen Jahr auf einer Konferenz Framing the Creative Future of Europe, Framing the Sustainable Future of Europe, die im Rahmen der deutschen Ratsherrschaft stattgefunden hat, gesagt, tut euch doch bitte zusammen, ihr Kreativen, damit ihr endlich mehr Power und Gewicht habt. Kannst du vielleicht noch ganz kurz erklären, welche kreative Branchen da gemeint sind? Also die Kreativindustrie, das führt zu weit, das sind ungefähr 15 Branchensektoren. Unter anderem gehört dazu die Architektur, die Medien, die Filmindustrie, das Design, Buchhandel, aber auch, Florian, die Musik, ganz wichtig für uns, insbesondere aus der Mode. Und zu Beginn der Pandemie hat uns das Bundeswirtschaftsministerium, Herr Weißmann, der auch eingangs sprach, aufgerufen und zusammengeführt, alle Kreativindustrien, und hat auch gesagt, tut euch zusammen und dann kriegt ihr mehr Power. Und daraufhin haben wir eine kleine, bisher eher informellen Think Tank gegründet, zu dem allen voran Florian Drücke aus der Musikindustrie und auch Repräsentanten zum Beispiel aus der Filmindustrie oder so herrühren. Denn das sind die, wie sich die Mode, ohne die kann sich die Mode heutzutage gar nicht mehr präsentieren. Aber vielleicht, Florian, kannst du das noch etwas näher umschreiben? Und aus Sicht der, wir haben heute so viel aus Sicht der Modebranche, aber jetzt mal aus der Musikbranche zu erfahren. Ja, danke. Also danke, dass ich dabei sein darf. Danke für diese super Veranstaltung. Wir haben ja gerade schon gehört von Thorsten König, dass Mode und Musik eigentlich ein Perfect Match ist. Wenn wir jetzt ein bisschen so zum Rausschmeißertermin hier, ne, wieder über Politik und die großen Linien reden, dann müssen wir uns natürlich immer vergegenwärtigen, dass wir einerseits irgendwie für die Fotowende wieder gut sind als Branchen, auch im politischen Umfeld, dass man sich mit den Zahlen schmückt. Dazu habt ihr heute auch echt wieder was beigetragen. Das ist ja auch Thema Selbstfindung, wie stellt man eine Branche dar. Aber dass wir da auch einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickeln werden müssen, gemeinsam, um dann auch nicht nur in der Krise so gesehen zu werden, wie wir sind. Und da sind wir als Branche, manche werden es verfolgt haben, ja, in den letzten 10, 15 Jahren ganz schön durchgerüttelt worden. Wir standen oft alleine in der digitalen Welt, waren als Erste im Neuland, haben mit all dem gekämpft, was da los war, und haben aber immer gesagt, Leute, es geht um digital, um analog, es geht um Wertschöpfung, es geht um Partnerschaften, es geht darum, wirklich Märkte zu erobern. Und an der Stelle stellen wir jetzt fest, durch die Krise, du hast es angemerkt, Lulu, werden wir zusammengebracht. Und dann heißt es, einigt euch, sagt doch mal, was ihr gemeinsam wollt. Und auch da müssen wir vorsichtig sein, weil das wollen wir natürlich auch politisch nicht so einfach machen. Die Kreativwirtschaft fordert ja, was fordert sie denn? Eine Sache, wir sind so divers und wir sind stolz drauf. Insofern, jetzt diesen Weg gemeinsam zu gehen und zu definieren, was uns stark macht, bis rein in die Innenstädte, bis rein in das Thema, wie wollen wir miteinander leben? Green Deal wurde angesprochen. Da können wir so viel leisten gemeinsam und da stehen wir für so viel mehr als nur für dann Glamour, was uns dann wieder übergeholfen wird. Teilweise natürlich sind wir stolz drauf, aber wir stehen für Wertschöpfung, wir stehen für Handwerk, wir stehen für Qualität, wir stehen für Investitionen, wir stehen für den Glauben an Neues, was entsteht, was noch keiner sieht. Auch das vorhin gesagt worden, wenn es so leicht wäre, dieses Rezept zu haben für den neuen Song, hätte es doch jeder. Insofern hier in den Dialog zu gehen und wirklich sich als Kreativwirtschaftsbranchen auszutauschen und zu sagen, es reicht nicht, dass ihr uns für wichtig haltet, sondern ihr müsst dann uns auch sehen und müsst politisch das nachhalten. Auf europäischer Ebene total wichtig, weil da spielen wir eine große Rolle und von dort kommt immer mehr. Jetzt auch durch den Impuls von Christian Ehler natürlich nochmal sehr, sehr stark besetzt. Den Weg will ich mit euch zusammengehen und mit anderen. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren zwar schon immer jeder für sich so ein paar Puzzleteile definiert, aber wir sind da noch nicht weit genug. Keine Lobby, stimmt nicht ganz. Wir haben doch ganz schön geackert im Hintergrund jetzt gerade auch in der Covid-Krise. Aber es ist natürlich immer wieder so, dass wir dann plötzlich zum Beispiel Mehrwertsteuerreduktionen für die Restaurants kriegen wir vorgehalten und denken so, ja, wo sind wir denn da jetzt? Warum nennt uns nicht zumindest mal jemand? Oft geht es ja da auch um Kleinigkeiten.
Aber das nur als Einführung jetzt hier für den Ansatz. Mir ist ganz wichtig, wir dürfen uns auch nicht auf das Thema jetzt an der Stelle Green Deal reduzieren lassen. Wir dürfen uns auch nicht auf Digitalität reduzieren lassen, sondern wir müssen mit stolz geschwellter Brust als breite Branche dann auch jedes einzelne Thema nachhalten, aber eben die gemeinsamen Themen vor die Klammer definieren. Aber es gibt ja, glaube ich, auch schon konkret finanzielle Hilfe, oder? Kann man das sagen? Naja, klar. Also jetzt in der Krise natürlich geht es um Hilfen, auf jeden Fall, ganz wichtig. Und es geht auch um strukturelle Hilfe. Es geht auch darum, dass ja diese Pakete aus der EU auch ermöglichen, bestimmte strukturelle Förderungen vorzunehmen. Das geht rein bis in die Universitäten, in die Wissenschaften. Da kann ganz viel entstehen. Nur auch da wieder, wir sollten ja nicht plötzlich so tun. Wir sind marktgetrieben. Wir sind allesamt marktgetrieben. Wir wollen einen Markt. Wir brauchen ein Level Playing Field, wurde auch vorhin gesagt. Aber wir sollten uns da auch nicht in Anführungszeichen einkaufen lassen, noch dazu jetzt nicht in der Krise. Aber wir sollten selbstbewusst darauf bestehen, dass natürlich wir auch das wollen, was andere Branchensegmente auch bekommen, dass man in die Forschung geht, dass man sich überlegt, wie man auch gemeinsam Standards definieren kann. Und da sollten wir gerade auf europäischer Ebene eine große Rolle spielen. Und wie sieht es dann aus? Gibt es irgendwie Synergieeffekte, wo du sagst, da kann die Mode vielleicht von der Musik mal was lernen? Die Mode, also ich denke, dass in vielen Bereichen habe ich das Gefühl, dass die Musik eigentlich deutlich progressiver und weiter, also die Branche jetzt so. Also ich glaube da einfach, dass uns die Digitalisierung damals anders erwischt hat und dass es uns zwangsläufig erstmal auf den Kopf gestellt hat. Und dann sind wir im Streaming mit den Partnerschaften wieder sehr früh rausgegangen und haben neue Märkte erschlossen und alte Märkte weiter besetzt. Insofern lernen kann man vielleicht, dass wir zwangsläufig lauter waren und gerade im politischen Betrieb auch wirklich genervt haben. Und insofern da sich auch ein bisschen mehr Street Credibility anzueignen und halt zu nerven, weil viele der Leute da draußen im politischen Betrieb, die sind sich auch nicht zu fein, immer wieder zu nerven und zu nerven und zu nerven. Und das dann gemeinsam zu machen mit dem, wofür wir stehen, das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und wenn man dann sieht, dass andere es auch erreicht haben, dass sie bestimmte Ansprechpartner in der Politik ganz fest definiert haben, dass es selbstverständlich ist, dass ein Staatssekretär im Wirtschaftsministerium für die Start-up-Branche da ist. Das ist gut, super, freut uns. Der Punkt ist nur, wenn es dann keinen Minister oder Staatssekretär gibt, der weiß, wen er anruft, wenn es um die Kreativwirtschaft geht. Und sei es nur 5 bis 10 Key Figures, dann haben wir ein Thema und dann muss uns das zu denken geben. Und insofern, da hätte es die Branche, diese Krise nicht gebraucht, wie so oft, aber ich glaube, das ist ein positiver Effekt, dass wir uns da jetzt so zusammenfinden. Es ist verdammt wichtig, dass die einzelnen Firmen, ich spreche ja zum Beispiel nicht für den Einzelhandel an der Stelle, dass die sich auch äußern. Nur für den politischen Betrieb brauchen wir natürlich aggregierte Positionen. Und dafür werbe ich eben, dass wir das auch in der Kreativwirtschaft schaffen. Und das kann nur der kleinste gemeinsame Nenner sein. Aber bis hin dazu, Patrice wird sich daran erinnern, die große Diskussion über Urheberrecht, die uns jetzt auch wieder erwischt gerade. Klar ist das erstmal unser Thema. Nur das Bewusstsein für geistiges Eigentum, für Marken, für Investitionen in Marken, für das ganze Thema, das muss auch in anderen Branchenbereichen gesehen werden. Sonst schaut man da weg und dann erreicht es einen hintenrum, wenn plötzlich die Markenrechte verkürzt werden, wenn man eigene Themen in seinem eigenen IP nicht mehr sieht. Insofern auch da, so spezifisch das auf Musik runtergebrochen wird, denke ich, gibt es ein gemeinsames Bewusstsein. Danke, Florian. Und jetzt nerven wir einfach gemeinsam ein bisschen für die Zukunft. Aber wir erfreuen auch. Und wir wollen den Gedanken aus all dem, was wir heute aus allen Beiträgen und auch aus den Handlungsempfehlungen der Studie, die wir heute gelernt haben, schwebt über allen eigentlich einfach das Thema The Green Deal, den die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgerufen hat. Und ich darf mal kurz hier mein schönes Shirt zeigen. Because there is no planet B, haben wir uns zusammengefunden, nochmal reflektiert. Und Ursula von der Leyen hat letztes Jahr The New Bauhaus Europe ausgerufen. Und das reflektiert eben das Bedürfnis, dass wir zwingend gemeinschaftlich in eine nachhaltige Zukunft müssen, because there is no planet B. Und wo könnte man besser damit starten? Mit The New Bauhaus, natürlich an der Geburtsstätte, ich glaube 1919 wurde das in Weimar ausgerufen,
das Bauhaus, was zu einer weltweiten Bewegung und heute immer noch von großer Bedeutung ist. Und dazu möchten wir im Sommer 2021, also dieses Jahres, werden wir mit all dem, was wir heute gelernt haben, eine Konferenz veranstalten, wozu wir auch alle, die heute teilgenommen haben, auch einladen werden, und zwar disziplinübergreifend, um diese Transformation in eine nachhaltigere Zukunft zu erreichen. Und ich glaube, das ist schon eine für uns als Next Big Move, Next Big Step eine große Ankündigung, und wir freuen uns schon darauf